Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die größte Matschepfütze der Welt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Guck mal, wie doll es regnet. Dann haben wir morgen viele Matschepfützen zum Reinspringen. Oh, klasse. Und darum kann es eigentlich nie zu viel regnen. Es ist morgen. Hurra! Die Matschepfützen! Oh, guten Tag, Frau Ente. Was machen Sie denn hier bei uns? Boah! Der Regen hat alles überschwemmt. Unser Haus ist auf einer richtigen Insel. Matschepfützen, ich komme schon. Hui! Ja. Oh, wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach. Papa schwimmt zum Supermarkt. Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei. Ahoi auch! Ein wunderbarer Tag zum Schippern. Ja. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte. Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti. Tomaten und Spaghetti! Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Polly ist unser Einkaufszettel. Bist du ein kluger Papagei? Bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord! Guck mal, da ist Luzi Lockes Haus. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama, brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen. Schokolade, bitte. Schokolade! Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Ich helfe gerade meinen Opa. Wir retten Leute vor dem Wasser. Großartiges Wetter für sowas. Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Vielleicht eine Zeitung für mich. Für mich ein Comic. Zeitung, Comic! Opa, was ist das für ein Rohr da unten im Wasser? Ah, U-Boot voraus! Alarmstufe rot! Ahoi auch, ihr Landratten! Es ist Opi Mümmel in seinem Unterseeboot. Wunderschöner Tag zum Schippern! Nur der Himmel und das Meer! Ich könnte euch Geschichten erzählen! Brauchst du irgendwas vom Supermarkt? Oh ja, einen Käse bitte! Käse? Das Boot von Opa Wutz ist am Supermarkt angekommen. Hallo? Hier ist heute sehr wenig los. Sie sind meine ersten Kunden. Vielleicht liegt es an der Flut. Albern, nicht wahr? Ein kleines bisschen Regen und schon geht keiner mehr vor die Tür. Was darf es denn für Sie sein? Polly hat die Liste. Bist du ein kluger Papagei? Bist du ein kluger Papagei? Oh je. Polly hat die Einkaufsliste vergessen. Aber zum Glück kann ich mich noch genau daran erinnern, was alle brauchen. Käse! Danke, Peppa. Auf dich ist Verlass. Zeitung und Comic! Danke, Peppa! Was für ein Glück, dass Peppa im Supermarkt war. Sonst hätten wir jetzt nichts zum Abendessen. Hier ist eure Schokolade. Jetzt gibt es endlich Abendessen, Mama. Peppa und Schorsch sind wieder zu Hause. Es ist schon fast Schlafenszeit. Und schon ist wieder Morgen. Oh! Das Wasser ist weg, aber eine riesengroße Matschepfütze ist noch da. Matschepfütze! Das ist die größte Matschepfütze auf der ganzen weiten Welt. Peppa Wutz. Peppa Wutz.